Was halten Sie von E-Mobilität, Elektroautos? Ja, also mein Chef hat es ja schon mal damit begonnen. Finde ich gut. Also prinzipiell ist es die Zukunft. Mit Elektroauto, das ist Zukunft. Oder Hybrid. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Elektroautos haben vielleicht Zukunft, aber wenn man das sieht an jeder Ecke, ist es nicht so einfach durchzusetzen. Die sind wunderbar, wenn die Reichweite weiter wäre. Wenn man 1000 Kilometer fahren kann mit dem Elektroauto, ab dann ist es interessant. Ist eigentlich für uns Taxifahrer momentan nicht so gut. Mein Auto ist 24 Stunden unterwegs, täglich. Wo soll ich das laden? Wann soll ich es laden? Ich fahre tagsüber, nachts fährt der andere Kollege. Und da wäre eine Aufladungszeit von 3 Stunden oder 3-4 Stunden zwischen 2 Schichten würde nicht gehen. Ja, ich bin dafür. Aber selbstverständlich ohne diese Kinderkrankheiten, die ich jetzt habe. Das geht doch gar nicht. Wer hat in seiner Garage schon Stromanschluss? Die ganzen Kabel, ich weiß nicht, wie sie das machen wollen, dass dann die ganzen Autos aufgeladen werden. Das ist noch nicht so richtig durchgedacht. Warum kein Elektroauto? Weil, ich weiß ja nicht, wenn ich nach Saarbrücken fahren würde, dann würde ich ungefähr 2 Tage brauchen. Wenn ich maximum 200 Kilometer fahren kann, und dann muss ich wieder ein paar Stunden an die Steckdose. Das ist nicht ausgereift, das kann man nicht machen. Ich finde nicht schlecht, es ist gut, wenn wir daneben haben. Aber bis jetzt haben wir nicht so eine Möglichkeit. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, um ein Elektroauto zu kaufen. Ich bin sofort für E-Mobilität. Nur wäre dieses Auto um 20.000 Euro teurer gewesen als das hier. Und das war schon teuer genug. Sehr gut. Trotzdem sehr teuer momentan. Elektroautos, ja, ist es meistens zufrieden, ja. Fahrer nicht, aber Unternehmer schon. Bei mir kann es auch sein, dass ich beim nächsten Fahrzeug vielleicht eine Alternative suche, dass ich sage, entweder nehme ich ein Hybrid oder auch wirklich ein Elektroauto. Wann bin ich Unternehmer wert? Ich kaufe ein elektrisches Auto. Ich habe auf dem Plan. Und wo will man die ganzen Erden, die ganzen Metalle herbekommen, wenn alle Elektroautos fahren? Da muss man da ganze Länder ausbeuten. Elektroautos tun der Umwelt gut. Auch der Strom macht direkt bei der Herstellung. Aber das Problem ist, der muss ja auch erst der Strom erzeugt werden. Und das ist ja auch wieder Umweltbelastung, wie der erzeugt wird. Also ich meine, wenn der Strom aus der Steckdose durch ein Kohlekraftwerk produziert wird, ist, glaube ich, die Umweltbilanz noch nicht sehr viel besser als die von Diesels. Ein Elektroauto ist keine Alternative fürs Taxi. Und ich vermisse die Diskussion, warum man nicht mehr mit Gas fährt. Ich werde in Rente gehen, bevor das alles irgendwie schlimm werden könnte.